Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Hi. Wir vier studieren im fünften Semester aktuell an der Hochschule hier in Ulm Medizintechnik. Und wir müssen im Rahmen von diesem Semester haben wir ein Bachelorprojekt. Und dazu wird euch Laura dann gleich noch was erzählen, was unser Projekt jetzt genau ist. Aber ja, der Titel sagt schon: Animatronics, interaktive Kunst aus recycelten Komponenten. Ganz kurz, wir sagen was zu unserem Projekt und Hardwareherstellung in Handarbeit. Was ist das jetzt? Okay. Genau, ich werde euch ein bisschen was zur Antriebselektronik erzählen, die dahinter steht. Und dann haben wir noch was zum Thema Raspberry Pi und zu der Software, die auch eine tragende Rolle spielen wird. So, das ist jetzt unser Projekt. Das ist eine Kooperation der Hochschule Ulm, wie die Anki schon gesagt hat, mit dem Ulmer Puppenkünstler, dem Mark Lawikowski. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diesem Modell, das er praktisch angefertigt hat für uns, Leben einzuhauchen. Das heißt, der Puppenkopf bekommt, wie man hier sieht, eben Augen und soll mit einer vor ihm stehenden Person interagieren können. Das heißt, er soll mit den Augen der Person folgen können, sie fixieren und dann auch ansprechen können. Genau. Machen wir weiter. So, für die Fixierung unserer Motoren und dem Raspberry Pi haben wir uns eben überlegt, da der Schaumstoff ja relativ flexibel ist, dass wir eine Form brauchen, an die wir das Ganze fixieren können. Wir haben uns da Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, das Ganze über ein Tiefziehverfahren herzustellen. Dieses Tiefziehverfahren, das wird normalerweise angewendet bei der Herstellung von Prothesen und Orthesen in der Reha-Technik oder in der Orthopädie-Technik, sagen wir so. Genau. Ich habe dazu den Puppenkopf, so wie der Herr Klawikowski mir das vorgeschlagen hat, von Hand ausgehöhlt mit einer Schere, habe den dann mit einer Folie ausgelegt, dass er nicht beschädigt wird und dann Gips von Hand angerührt und die sind in die Form eingegossen. Nachdem das Ganze getrocknet war, habe ich das nachgearbeitet, die Furchen und Kerben praktisch noch aufgefüllt und das ist dann das aus Gips entstandene Positiv. Das Material, wie gesagt, das ist ein Polymer, das für die Herstellung von den Prothesenschäften verwendet wird. Und das habe ich im Plattenofen erwärmt und das dann über das Gipspositiv tiefgezogen. Mit einer Maschine wird dann ein Vakuum erstellt und es sorgt eben dafür, dass sich das Material schön an die Form anschmiegt. Genau, das ist dann sozusagen schon das fertige Modell, der Abdruck. Wenn es dann ausgekühlt ist, kann man das Ganze vom Gips lösen und hat dann eben eine Maske, die sich wirklich optimal in die Innenform von dem ausgehöhlten Kopf einlegen lässt und daran können wir dann im nächsten Schritt unsere ganze Konstruktion einfach fixieren. Ja. Ja. So. Genau, Thema Antriebselektronik, da kommt dann auch der Recycling-Aspekt nochmal zum Tragen, weil die ersten zwei Komponenten, die wir brauchen, wir haben insgesamt 6 Motoren, 2 davon sehen so aus, halt in doppelter Ausführung. Das eine ist ein Schrittmotor aus einem CD-Laufwerk. Das heißt, wir haben bei uns in der Hochschule einen Rechner auseinandergenommen und dann haben wir von der Firma, wo der Herr Betzberger gearbeitet hat, netterweise auch Laufwerke spendiert bekommen, die wir auseinanderbauen konnten. Sieht dann so aus, da läuft normalerweise der Schlitten mit dem Laser, der die CD abfährt, drüber. Das andere ist ein DC-Motor aus einer Festplatte, der Schreibkopf. Fragt man sich, funktioniert das wirklich? Ja, wir haben es ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Man schließt einen Frequenzgenerator an und gibt ein Rechtecksignal drauf, verstärkt das ein bisschen und der bewegt sich. Der tut genau das, was wir machen wollen. Die Schrittmotoren, die kommen an die Augenlider hin, weil die von der Steuerung nicht ganz so genau sind. Die müssen bloß vor- und zurückklappen können. Und der Festplattenmotor ist sogar noch einfacher, der kommt am Mund, weil der muss nur diese Bewegung hier ausführen. Genau, das ist das Recycling. War uns wichtig, wir haben schon verschiedene Tests durchgeführt, also wir können die Motoren auch ansteuern.
das ist immer das Kabel hier an der Seite. Das ist nicht so besonders schön, weil das zum Löten echt ein bisschen, naja, nicht so toll ist. Man braucht die Gegenteile von der Platine, das sollte man gleich dazu sagen, weil wir haben die erste Platine weggeschmissen und dann durften wir im Müll fischen gehen. Mei, sowas passiert, aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Der Festplattenmotor ist einfacher, weil da kann man einfach mit Klemmen drauf gehen. Genau. Ganz ohne Zukauf geht es dann leider doch nicht, weil für die Augen, die in einem bestimmten Winkel verfahren müssen, braucht man einfach die Winkelgenauigkeit und die kriegt man mit dem Servo einfach leichter her. Den haben wir zugekauft von Adafruit. Die sind nicht besonders teuer und vor allen Dingen, das Schöne ist, der sieht jetzt hier sehr groß aus, aber der ist tatsächlich bloß so groß. Und wir haben in dem Kopf drin nicht so super viel Platz, dass wir jetzt die ganze Elektronik nach hinten rausziehen könnten, weil gerade die Augen sollten halt da sitzen, wo Augen sitzen. Und deswegen war uns das wichtig. Genau. Wie steuert man sowas an? Ganz ohne Elektronik geht es einfach nicht. Das ist eine Treiberplatine, die wir dazu haben. Und der eigentlich wichtige Teil von der Platine sind die da unten, da werden die Motoren angeschlossen. Und dann können wir hingehen und sagen, ja, okay, Motor macht das. Das läuft dann über Raspberry Pi, über die programmierbaren Pins. Und dazu wird euch jetzt die Eva was erzählen. Also zum Raspberry Pi generell. Genau, wir verwenden einen Raspberry Pi. Hat vielleicht sogar der eine oder andere schon Erfahrungen von euch mit einem Raspberry Pi gemacht? Okay, ja, immerhin einer. Vielleicht ist es dann schon bekannt. Also die allgemeine Idee von Raspberry Pi war, dass einfach die Universität in Cambridge hatte zu wenig Studenten, weil zu der Zeit waren einfach Standrechner viel zu teuer. Also es konnte sich fast kein Student leisten. Und trotzdem wollten sie halt die nächste Generation, die Jugendlichen und Kinder, zum Programmieren und allgemein zur Informatik halt begeistern. Und deswegen dachte sich dann der Gründer von Raspberry Pi, was könnte man denn da machen? Und hat dann einen Einplatinencomputer sozusagen entwickelt. Also wie schon gesagt, das besteht einfach nur aus einer Platine mit sehr vielen Anschlüssen und es ist ziemlich erschwinglich. Also wir haben für unseren ca. $30 bezahlt. Genau, also wir haben das Raspberry Pi Modell 3B Plus. Das ist auch der aktuellste in der Serie verwendet. Wir haben hier verschiedene Anschlüsse. Also einmal haben wir nur das Logo, das Raspberry Logo, also die klassische Himbeere. Und einen GPIO, also einen General Purpose Input Output. Das heißt, das ist dann sozusagen die Schnittstelle zu anderen Systemen, die wir halt dann mit dem Raspberry ansteuern wollen. Wir haben 4 USB-Ports, jeweils in 2 Türmen angeordnet und den Kameraport. Wir haben, wir brauchen halt den Kameraport, dann, damit der, die Leute bedachten kann im Prinzip. Wir haben die originale Kamera mitbestellt von Raspberry Pi und die kann man schon mit ziemlich wenig Code dann doch zum Laufen bringen. Dann haben wir noch den HDMI-Port, das ist einer der wichtigsten Anschlüsse, weil, wie man sieht, wir haben eigentlich nur eine Platine, wir haben keinen Bildschirm. Aber es ist ja im Prinzip trotzdem ein vollwertiger Computer, deswegen einfach an einen Bildschirm, der auch einen HDMI-Anschluss hat, anstecken und schon hat man die gleiche Benutzeroberfläche wie an jedem anderen Computer auch. Und es hat sogar ein Ethernet, heißt also man kann ja Daten dann innerhalb von einem Netzwerk dann hin und her verschieben bzw. transportieren. Der hat dann also auch noch einen SD-Kartenport, der ist allerdings auf der Rückseite, heißt das jetzt hier ein wenig schlecht zum Zeigen. Da, eine SD-Karte, Micro-SD-Karte zum Speichern von Daten und dadurch haben wir unser Betriebssystem Linux draufgeladen. Das funktioniert dann völlig automatisch. Er hat einen Speicherplatz von 1 Gigabyte und WLAN funktioniert auch gut. Genau, und dann gebe ich weiter an. So, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen was zur Software, weil ja, wir haben einen schönen Kopf. Das Problem ist nur, wie erkennt der Kopf, wem oder was er folgen soll. Also der Kopf steht dann auf dem Sockel und wenn jemand vorbeiläuft, dann soll der Person mit den Augen folgen. So, wir als Programmiersprache verwenden wir Python, da es einfach mit dem Raspbian und mit dem, was wir vorhaben, einfach ist oder am besten umsetzbar ist. Durch das OpenCV haben wir Zugang zu der Face Recognition Library. Das OpenCV, das ist eine Programmbibliothek mit Algorithmen für die Bildverarbeitung. Und so könnt ihr euch das dann mal vorstellen, wenn das funktioniert. Also ihr seht, das Face Recognition legt dann gleich einen Rahmen über das Gesicht und erkennt dann halt, wo das Gesicht ist. Das Video haben wir aus dem Tutorial, das sehr
also sehr verständlich ist, mit dem wir arbeiten. Da kommt dann nachher auch noch ein Link dazu. So, das Problem ist, wie erkennt der Kopf, wem er folgen soll, wenn mehrere Personen davor stehen? Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht von der Eva und mir. Wir waren die Testobjekte. So, wir haben jetzt gesagt, unser Kopf soll der Person folgen, die am nächsten dran ist. Das heißt, wir haben ja hier schon die schönen Rahmen von dem Face Recognition. Wir berechnen jetzt, welches Rechteck am größten ist. Das ist hier das von der Eva. Das heißt, wir verfolgen jetzt die Eva. So, wir nehmen jetzt verschiedene Bilder in eine Frequenz und vergleichen nun die Bilder miteinander, um zu sehen, was macht jetzt der Kopf als nächstes. Das heißt, wir haben jetzt hier ein neues Bild. So, überlagern das mit dem alten und nehmen jetzt hier wieder die Face Recognition, um unsere Gesichter zu finden. Jetzt ist aber die Größe der Köpfe nicht mehr relevant, weil wir wollen ja die Eva verfolgen. Und da haben wir uns überlegt, machen wir das so, dass wir den Mittelpunkt von dem alten Rechteck nehmen und mit den Mittelpunkten von den neuen verbinden. So, hier hat man dann nimmt man den größeren Abstand, weil wir denken halt in der Zeit, die wir zwischen den Bildern haben, dass der Mensch sich nicht so weit bewegt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die dann näher dran ist, die richtige ist, höher. Ja. So, das war dann eigentlich schon unsere Präsentation. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Erstmal vielen Dank für euren Vortrag. Ich fand es super spannend. Bestimmt gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Wir haben noch Zeit für 2 oder 3 Fragen. Jawohl. Wann ist das Ganze fertig und wo kann man das sehen? Also fertig ist es am 21.12., hoffen wir, weil das ist unser Abgabetermin. Ja, wo kann man das sehen? Nächstes Jahr, ich glaube, eine Ausstellung im Gleis 44. Da sollte auf jeden Fall auch mal nur kommen. Genau. Und ansonsten kann man sich das bei uns auch an der Hochschule angucken, weil wir haben am Ende vom Semester eine Vorstellungsrunde. Da muss jedes Team sein Projekt vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob das öffentlich zugänglich ist. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfragt und da wissen wir auch das Datum leider noch nicht genau. Ihr seid herzlich eingeladen. darf ich noch fragen, wie viel habt ihr jetzt also für einen Kopf ausgegeben? Also wenn man jetzt die extra Hardware, die ihr zusätzlich bestellt habt, wegrechnet, wenn man davon ausgeht, dass der Schaumstoff vom Sperrmüll kommt. Ungefähr. Also so viel ist es nicht. Mit der Raspberry Pi und die Kamera waren mit das teuerste. Das waren insgesamt, glaube ich, 70 Euro ungefähr. Die Servomotoren, mehr brauchten sie schnell, deswegen haben unsere 8 Euro gekostet. Normalerweise kriegt man die auch für 2,50 bei eBay oder so. Und die Treiber, das Treiberboard, das ist ein bisschen teurer, weil das halt, also Adafruit ist einfach relativ gut und da kostet das Treiberboard, ich glaube, 22 Dollar. Sowas und wir brauchten halt 2, weil wir 6 Motoren haben. Und ein Treiberboard fällt für die 2 Stepper-Motoren weg, weil die vom Anschluss ein bisschen anders sind. Ich habe jetzt so im Kopf mitgerechnet, so 130 Euro etwa, kommt das hin? Sowas immer momentan, ja. Alles klar, damit ist meine Frage beantwortet. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Stellt ihr eine Bauanleitung und oder den Code auch Open Source zur Verfügung? Können wir das durchaus machen. Ja. Also ich glaube, das war ein Ja. Wenn da Interesse besteht, klar, kein Thema. Okay, vielen Dank für diesen Vortrag und ich sag's nochmal, bevor der Applaus kommt, gleich mit Sam Open Hardware Session, aber jetzt ist noch Zeit für einen Applaus. Dankeschön. Ja.